Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Party. Wir sind immer noch auf der Tropeninsel und jo, haben ihn gerade noch am Beutel gegrabbelt und schau mal, was uns jetzt hier widerfährt. So, ein One-Player-Game für Yoshi. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei seid, ne? Ganz klar. So, na dann. Springe von Turm zu Turm, mein lieber Yoshi. Na? Oh ja, er macht's. Gerade so. Das nenne ich mal Knappikowski. Es ist aber auch ein mieses Spiel. Aber mir scheint, er wird's meistern. Ja, schaut gut aus für Yoshi. Finish! Auch wenn ich es ihm nicht gönne, aber er hat's geschafft. Man wäre doch kein schlechter Verlierer sein, oder? Huiuiuiuiuiui. Okay. Mario holt sich jetzt kein Stern, er hat kein Geld. Ha, ha, ha. Oh, no. Donkey Kong. Tropical Feeling in Mario Party. Ui. Ja, klar. Nee, ist klar, ich versau mir das noch selbst. Jetzt darf ich für 30 da wieder so einen beschissenen Ring kaufen. Es sei denn, meine Mitspieler kommen auf dieses blöde Feld. Seufz. Das ist natürlich ärgerlich. Ich brauch Geld. Münzblock Blitz. Alles klar. Springen unter die Blöcke. Ah ja, alles klar. Unter die Blöcke springen und die Münzen eingrabben. Dann grabben wir. So. Oh, der war nicht schlecht. Oh, wir haben die fetten Blöcke abgegrabt. Ey, hau ab, hier ist mein Block. Das hat sich für mich, glaube ich, mal so richtig gelohnt. Ich glaube, das war der fetteste Block. Doch, ja, 20 waren's. Nice. Ich glaube, 5 in dem einen und 15 in dem großen. Na gut, dann soll mich jetzt natürlich die 30 Coins auch nicht stören, aber trotzdem schade. Wieder eine verschenkte Runde, wo ich keinen Stern bekomme. Finde ich ein bisschen blöd, aber man kann es ja wohl mal wieder nicht ändern. Schade, schade. So. Mist. Nun gib mir schon dein Penisring. Er ist viel zu klein für Mario. Ja. Nicht je größer der Kerl, desto größer sein. Na? Nee. Das ist nicht mal ein Penisring of Doom. Dann kriegen wir wenigstens 10 Münzen wieder. Naja. Ein kleiner Trost. Schatztaucher, alles klar. Tauchen und Schätze grabben, das ist hier Tagesordnung. So. Oh, jetzt habe ich Demo gemacht, ne? Kann sein? Nee, habe ich nicht, okay. Oh. Ha ha ha!
gemein. Haben sie auch auf mich abgesehen, ne? Kann es sein? Okay. Finish. Alles klar. Dum, ba, bam, ba, dum, bam, bam. So. Sorry. So. So. Ich habe gemerkt, an meinen Tasten war was verstellt. Da musste ich das mal kurz fixen. So. Okay. Naja, gut. One-Player-Game. Pflanzen hüpfen. Das ist schön. Das macht Spaß. So, einfach von Pflanze zu Pflanze jumpen und Coins abgreifen. Das ist immer schön. Coins abgreifen ist immer cool. So. Damit. Ah, fast. So. So schön. So gefällt mir das. 32 Coins. Einfach so. Damit haben wir die Kohle vom ollen Bowser wieder raus. Und noch ein bisschen mehr. Wir haben schon so viel Geld. Das ist schon beachtlich. Mich würde interessieren, wie viele Runde? 9. Und ein 4-Player-Game. Oh, wir müssen graben. Dann tun wir das einfach. Jäger der verlorenen Schatztruhe. Ganz klar. So, schauen wir mal, wo die ist. Ah, konntest du das nicht ein bisschen besser aufdecken, Mario? Zeigst du Schild wohin? Dahin. Da ist er. Unsere. Na, na, na. Toll, ne? Oh, noch mehr Money. Wir haben schon über 100 Coins. Wahnsinn. Ich schiebe das mal ein paar los. Bam, 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 bam. Da, guck da. Mario ist am Start, aber was macht er? Du gehst da rüber, ist gar nicht mal so undumm, gar nicht mal so dumm. Warum erhöht er?
Oha. Ach du Scheiße, ich habe so viel Geld. Chance time. Das kann jetzt mal sowas von in die Hose gehen, aber so richtig in die Unterbüchs. Neu. Komm mir so klar. Schummler. So hast du das doch zurechtgestrickt, oder? Ah, so ein kleiner Stinkbolzen hier, ne? Na egal. Werden wir überleben. So, nächste Runde. Wir verfatzen uns mal auch rüber auf die andere Insel. Obwohl, werden wir sehen. Wenn jetzt die anderen vier, wenn jetzt die anderen drei Mist bauen. Na, mal gucken. Auf jeden Fall dürfen wir wieder skateboarden. Immer die gleichen Spiele. Das ist schon ein bisschen boring, ne? Kann das sein? Ready? Go! Ja, okay, jetzt war das erste Mario Party. Oh, oh. Sind wir abgestürzt, wenn wir keine Talerchen kriegen. Schade ist, aber hey, wir haben so viel. Ich kann mit den Tasten durcheinander. Mein Controller ist total verstellt. Das ist totaler Bockmist. So. Die letzten 10 Runden. Mario ist am Start mit 10 Ganze. Und er holt sich seinen Stern. Natürlich holt er sich seinen Stern. Riskiere ich es rüber zu gehen oder nicht? Das ist immer so eine schwere Frage. Bisher hatte ich ja immer nur Pech auf der einen Seite, ne? Ich bleib da. Ich bleib doch da. Ich glaube, es ist doch eine gute Idee. DK holt sich seinen Stern. Natürlich, mit meinen Münzen. So ein Schlawiner. Ist das ein Affentheater? Dürfen wir auch mal? Ich danke. So, jetzt will ich auch mal ganz kurz mal... Oder so machen, genau. Nee, wir bleiben hier. Und ein Singleplayer-Game für uns. Das Hütchenspiel, alles klar. Check the Cooper. Ganz rechts müsste das sein. Und das ist er. Finish. Ja, mit den Talerchen. Ja, die andere Insel wäre aber auch ganz geil, ne? Da könnten wir Sterne mopsen. Wir haben so viel Geld.
Na, mal gucken. Wenn sie es mir nicht schon wieder versauen, wäre vielleicht doch Glück. Rennbahn, alles klar. So, das ist das und das und das ist einfach bloß den Stick benutzen. Shit, Fehlstart! Shitting! Gar nicht so gut für uns. Also für uns nicht wirklich mega prächtig gerade. Geht besser. Ah, ich glaube, hier gewinnen wir keinen Blumentopf, ne? Nein, nein, nein. Kein Stück. Yoshi mit der dicken Knubbelnase hat das Rennen gemacht. Dum, 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 dum. Nee, nee, Yoshi, verzieh dich. Flohzirkus, bin ich immer noch sauer. Klaut er mir einfach so viele Münzen. Oh, dann noch eine 10. Na, da muss eine blöde 5. Schade, schade, schade. Kipptige Rahmen. So. Einfach nur. So, so. So. Komm schon. Hierher, danke, hierher. Hey, komm schon, komm schon, komm, 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 hier. Yeah. Ah, verdammt. Ach, Wario hat's geschafft. Dieser Gauner. Werden wir überhaupt noch in den Genuss von einem Stern kommen? Keine Ahnung. Wir werden's sehen im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.